das Aquarium, weiß ich noch nicht genau, wo ich es hinstellen soll. Die Bank fliegt raus, aber ja, das Aquarium zeige ich euch. Jetzt ist gerade noch was angekommen, vielleicht kann man es hier schon ein bisschen sehen, vielleicht hat er schon erkannt. Und zwar... Willkommen zu einem Video, heute ist es mal wieder soweit, ich baue wieder ein bisschen was um bei mir im Studio. Wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, dann wisst ihr, dass ich immer wieder mal umstelle. Und das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist einfach, dass ich Spaß dran habe, Sachen zu verändern. Weil so behalte ich die Freude an meinem Hobby. Wenn ich sich wieder Sachen umstelle, wieder Sachen ändere, habe ich einfach viel mehr Spaß dran. Und falls du jetzt neu hier auf dem Kanal bist und dich für Aquarien oder Terrarien interessiert, dann lass gerne ein Abo da. Hier gibt es alles rund um Aquascaping, Aquarien, Terrarien, Terrascaping. Also auf jeden Fall Kanal abonnieren, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Heute bauen wir wieder ein bisschen was um. Ja, ist wieder mal soweit. Mittlerweile wird es echt immer schwieriger, weil ich viele Sachen habe, die entweder ziemlich groß sind, so wie das große Aquarium hier, was ihr wahrscheinlich nicht sehen könnt, weil es zu hell ist. Oder die Terrarienwand, da kann ich auch relativ wenig umbauen, weil der Unterschrank hier fix ist. Aber der Bereich hier, den kann ich noch umbauen. Und ein großes Ding ist hier die Couch. Also hier die Bank, ich muss sagen, ich sitze hier echt sehr wenig und die nimmt sehr viel Platz weg. In den Videos wirkt der ganze Raum immer größer als in echt. Also ist schon nicht so klein, es sind ca. 20 Quadratmeter, aber in Videos wirkt das meistens größer. Und ich habe da echt wenig Platz. Also hier zum einen, wenn ich hier sitze, ist es halt echt immer sehr eng hier mit der Bank. Dann stehen hier immer Sachen. Ich habe jetzt letztens das Aquarium umgestellt. Und zwar habe ich jetzt das Brazilian Style Nano Aquarium hier hingestellt, weil ich hier immer sitze und das Aquarium immer sehe. Und ich wollte es irgendwo hier in den Raum haben, weil das Aquarium auch mehr Pflege brauchen wird und ich dann eher das Aquarium pflege, wenn ich es hier im Raum stehen habe. Und das Aquarium, weiß ich noch nicht genau, wo ich es hinstellen soll. Mal schauen, aber das werden wir heute wahrscheinlich rausfinden, wo das hinkommt. Also zum einen soll sich hier was ändern. Die Bank fliegt raus, der Tisch fliegt raus. Und der Schreibtisch wird anders hingestellt. Dann hier, der Tisch ist ja immer nur zum Videos drehen, der steht normal im Vorraum, also der kommt eh normalerweise wieder weg. Und das Regal hier hatte ich ja auch gesagt, dass es nur zwischenzeitlich hier stehen wird und ich was anderes machen will. Und das wird auch woanders hinkommen. Also jede Menge zu tun. Und hier drüben geht es weiter. Also hier geht es weiter in meine Küche, beziehungsweise Esszimmer, beziehungsweise zweiter Teil vom Studio. Und zwar hier ist auch gerade richtiges Chaos hier. Die ganzen Wurzeln und der Bodengrund vom 120p, vom Abbau. Dann von hier aus verschicke ich immer Produkte. Also das wird auf jeden Fall so bleiben. Aber hier soll sich was ändern. Und zwar kommt morgen ein neues Aquarium, was hier hinkommen soll. Das wird ein bisschen größer sein und kommt hier so hin. Deswegen muss der Tisch woanders hin und den Tisch möchte ich hier hinstellen, damit ich den auch noch so mehr als Versandstation und Bastelstation haben kann. Ich habe ja auch meinen 3D-Drucker, wo ich auch viele Sachen so selber für mich mache und bastel, neben den Sachen, was ich verkaufe. So, deswegen soll der Tisch hier hin und das, also, und das Regal hier, beziehungsweise die Kommode, so ein IKEA-Bester-Schrank, die soll zum Teil rüber, wo das Regal steht. Und ich glaube, ich werde so machen, dass ich nur den unteren Teil, also die unteren zwei Teile rüberstelle. Und die zwei Teile hier, das obere und das mittlere hier, werde ich auf den Tisch draufstellen und so als Ablage hier hinter weiter benutzen. Also das steht jetzt an und wird richtig viel Arbeit, weil ich kann das nicht einfach so rumräumen, sondern muss das Ganze ausräumen. Also zuerst mal stelle ich das gleich mal weg. Hierfür brauche ich auch noch einen Platz. Das ist ein Neoglas mit lauter Alokasien, was richtig gut funktioniert. Einfach so Holika, so grobes Gestein und drüber Sphagnummoos. Und das funktioniert echt gut. Also ich schaue immer, dass genug Wasser drin ist hier unten. Und die Pflanzen wachsen echt gut, also zum einen hier, die hier hat einen riesen Blatt bekommen, ich glaube es ist die Pink Dragon, echt krass. Und hier die struggelt noch ein bisschen, die war vom Terrarium, der hat es im Terrarium auf jeden Fall besser gefallen, aber die war einfach zu groß. So, dann kommt das mal raus. Und das ist auch nicht so einfach. Ich werde den Tisch einfach mal rüberstellen. Hier ein paar Pflanzen sind aufgeschwommen, die muss ich danach wieder einsetzen, weil es ein bisschen viel herumgewackelt, aber nicht so schlimm. Ob ich meine Kaution wieder bekomme, ich bin mir nicht sicher. Aber ich frage mich, woran das so liegt, weil hier ist der Boden so leicht aufgequollen.
aber hier ist noch nie irgendwas ausgelaufen. Und ist jetzt was weggebrochen. Ist halt jetzt schon so 6-7 Jahre alt. Ich glaube, es war echt kein nicer Boden, weil das hier überall ist, dass überall so Kanten sind. Aber wenn das irgendwo hier wäre, würde ich es noch verstehen. Wir lesen schon öfters, mal waren halt ausgelaufen und gleich wieder aufgewischt, aber halt hier wird der Boden eher nass. Hier könnte ich mich nicht daran erinnern, dass hier irgendwann mal ein Aquarium nur leicht ausgetroffen ist oder der Boden wirklich nass war. Also mal schauen. Aber der Boden ist einfach generell nicht so nice, also überall sind immer so Kanten. Also ich denke, dass es einfach normale Abnutzung ist. Oder was sagt ihr? Hier ist halt jetzt ein kleines Cut. Den Schreibtisch habe ich gleich so gemacht, dass der auf Rollen steht. Ist auf jeden Fall eine gute Idee gewesen. Jetzt muss ich nur schauen wegen des Stromkabels. Ich hoffe, dass es reicht, aber ich glaube fast nicht. Soll das Aquarium hier rüber? So, und hier in die Ecke soll jetzt das Regal von da drüben. Also das Regal. Also erstmal die ganzen Pflanzen sichern. So, jetzt sieht es erstmal so aus und für den Rest machen wir es einfach so. So, hat sich einiges getan. Also ich habe jetzt den IKEA-Besterschrank hier hergestellt. Also einmal die normale Höhe, also 60 plus den halben. Ich denke, passt ganz gut. Jetzt kann ich hier noch Sachen draufstellen. Und dann kommt das erstmal noch hier daneben. Die Oberfläche hier ist ein bisschen kaputt. Da war ja noch ein anderer draufgeklebt und geschraubt. Deswegen sieht die nicht so gut aus. Aber ich muss auch sagen, seitdem ich meine eigenen Massivholzunterschränke habe, habe ich mich auch mehr mit Möbel beschäftigt. Und seitdem finde ich die IKEA-Schränke immer schlechter und hätte am liebsten viel mehr hochwertige Möbel. Meine Massivholzschränke sind ja auch relativ teuer, aber wenn man sie dann mit anderen Massivholz- und Designermöbel vergleicht, sind sie dann wieder relativ günstig. Also wenn ich mich jetzt mal umgesehen habe, was so Kommoden kosten aus Massivholz, die gut aussehen, ist es schnell mal so, dass sie um einiges teurer sind. Aber ja, deshalb ist es jetzt erstmal okay. Ich lasse das so. Mal schauen, irgendwann mal wird sich das vielleicht ändern. Ich habe immer noch als großen Wunsch und großes Ziel, ein eigenes Aquascaping-Studio zu haben, wo ich dann alle Aquarien und alles woanders habe. Also in ein extra Studio-Büro, mehr oder weniger. Und ich dann hier wieder mein normales Wohnzimmer einrichte. Aber das wird noch ein bisschen dauern, aber das ist mein großes Ziel. Jetzt ist gerade noch was angekommen, vielleicht kann man es hier schon ein bisschen sehen, vielleicht hat er schon erkannt, und zwar das neue Aquarium. Und vielleicht wundert ihr euch jetzt, aber ja, es ist ein Juwel-Aquarium, zwar ein Rio 125 in der Farbe Grau, also die neue Farbe. Und hier ist auch noch das Glas davon. Und zwar möchte ich mal so ein Standard-Aquarium einrichten, was auch um einiges günstiger ist. Also das Set hier kostet so um die 350 Euro mit Unterschrank und Filter und Beleuchtung. Also bin ich echt gespannt, was das wird. Ist auch komplett ganz geblieben. Das wurde mir von Juwel zur Verfügung gestellt, aber ohne Bezahlung. Sie haben mir nur das Aquarium zugeschickt, dass ich das verwenden kann für mein Projekt. Und dafür brauche ich jetzt natürlich auch noch einen Platz. Das ist 81 cm. Also ist gar nicht so klein. Und das soll hierhin, also ignoriert das Chaos. Ich habe hier jetzt auch schon ein bisschen umgestellt. Also hier sind noch Sachen, also die ganzen Hardscape-Sachen. Ich habe keine Ahnung, wohin damit. Ich habe die Wurzeln jetzt schon halbwegs sauber gemacht, dass die ganzen Klebestellen unten sind. Die Steine müsste ich auch noch machen, genauso wie die. Muss ich mal schauen, wo ich die erstmal hinschiebe. Vielleicht schiebe ich die einfach hier unter den Tisch. Weil hier ist jetzt der Tisch mit den Sesseln und die einen Teil von der Kommode ist ganz gut, dass ich hier noch Platz habe für verschiedene Sachen. Zum Beispiel hier habe ich so meinen Lager an Verbrauchsprodukten, hauptsächlich AK-Produkte, weil das sind halt die Sachen, die ich oft benutze, so wie den Bactoshot oder Special Blend und Night Out und andere Sachen. Also hier sind so meine Verbrauchssachen, die ich nicht täglich brauche, sondern halt immer nur so alle paar Wochen mal, wenn was drüben leer wird. So schnell geht's, wir haben Platz für das Aquarium und ich habe auf keinen Fall hier alles hingeräumt. Ja, also ein paar Sachen stehen auch hier, ich habe schon drei weggeräumt, aber ein paar Sachen muss ich einfach schauen, wo ich Platz dazu habe, so wie mit dem Hardscape. Aber ja, das Aquarium zeige ich euch in einem anderen Video mal, wie sich das entwickelt hat, ohne CO2. Also auf jeden Fall Kanal abonnieren und vielleicht kommt das auch noch woanders hin. Und hier muss ich auch auf jeden Fall noch ein bisschen freiräumen.
weil da hier sehr viel Zeug jetzt liegt, was im Weg ist. So, das Aquarium steht und ich werde euch mehr dazu sagen im Video zum Aquarium. Also wie ich es finde, wie ich mit der Qualität zufrieden bin und was ich damit vorhabe. Ja, hier, das ist Sorge für später. Und ja, hier draußen, ich habe auch Kartons. Hier habe ich auch schon Aquariumsoll, gleich 2x3 Säcke, weil da jetzt auch dann das 120p ansteht, was ich auch bald anfangen werde. Also es ist viel zu tun. Also es sind jetzt gerade sehr viele Sachen, die anstehen, so wie das Terrarium hier auch, was auch jetzt bald bepflanzt wird. Vor allem jetzt, wenn es Herbst wird und wieder so viele neue Projekte anstehen, macht das immer sehr, sehr viel Spaß. Und da kriegt man wieder richtig mehr Lust auf sein Hobby, auch die Aquarien zu pflegen und alles mögliche. Also das ist dann immer so ein Punkt, so wie jetzt, wo ich gerade sehr viel umgestellt habe, sehr viele neue Projekte habe. Da habe ich extrem viel Lust, Sachen zu machen. Das Einzige, was fehlt, ist die Zeit, aber das ist ja das kleinste Problem.